Moin Leute, heute geht's mal an die Strategie. Genau genommen um die Preisstrategie. Let's go! Zuerst einmal, warum brauchen Unternehmen überhaupt eine Preisstrategie? Reicht es nicht, einen Preis festzulegen und dann finito? Ganz so einfach ist es leider in der Realität nicht. Allgemein kann ein Preis drei Dinge sein. Entweder er ist zu hoch, also das Produkt zu teuer. Dann kaufen die Kunden einfach weniger, weil sie es halt woanders billiger bekommen. Dadurch macht das Unternehmen wiederum weniger Gewinne. Außerdem sind die Kapazitäten nicht richtig ausgelastet, weil eben nur so wenig produziert wird. Das ist auch nicht so geil. Auf der anderen Seite darf das Produkt aber auch nicht zu billig sein. Dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Die Nachfrage steigt extrem und es kann zu Überlastungen der Kapazitäten im Unternehmen kommen. Außerdem ist auch hier der Gewinn nicht so hoch, weil bei billigen Produkten die Marge relativ klein ist. Aus diesen Gründen wollen Unternehmen also einen möglichst optimalen Preis haben, der weder zu hoch noch zu niedrig ist. Und für diesen optimalen Preis wurden unterschiedliche Strategien entwickelt. Nice, schauen wir uns diese Preisstrategien doch gleich mal an. Grob gibt es drei verschiedene Formen von Preissetzungsstrategien. Die erste davon ist die sogenannte Festpreisstrategie. Wie der Name schon sagt, bleibt dabei der Preis fest, also verändert sich mit der Zeit nicht. Die zwei häufigsten Formen der Festpreisstrategie sind die Hoch- und die Niedrigpreisstrategie. Bei der Hochpreisstrategie setzt das Unternehmen einfach dauerhaft hohe Preise. Vor allem bei Luxusgütern, wo sowieso keine Sau mehr auf den genauen Preis guckt, lohnt sich das häufig. Außerdem kann ein hoher Preis für die Kunden auch eine hohe Qualität signalisieren. Ganz nach dem Motto eben, Qualität hat ihren Preis. In so einem Fall kann sich eine Hochpreisstrategie auch lohnen. Beispiele für Unternehmen, die so eine Strategie fahren, sind übrigens Apple, Sennheiser und Stihl. Genau das Gegenteil wäre die sogenannte Niedrigpreisstrategie. Diese Strategie nutzen hauptsächlich Discountermarken wie Lidl oder IKEA. Ziel ist es dabei, durch den möglichst niedrigen Preis hohe Marktanteile zu bekommen und eben die ganzen Sparfüchse da draußen anzusprechen. Neben den Festpreisstrategien gibt es noch die Preisabfolgestrategien. Hier ändert das Unternehmen den Preis im Zeitablauf. Das ist doch oft ziemlich sinnvoll, weil ja auch die Nachfrage nicht immer konstant bleibt. Die bekanntesten Preisabfolgestrategien sind die sogenannte Skimming- und die Penetrationsstrategie. Zu denen haben wir euch nochmal ein eigenes Video gemacht. Zum Schluss gibt es noch die Preiswettbewerbsstrategien. Da wird der Preis hauptsächlich als Reaktion auf die Konkurrenz gesetzt. Die drei Formen dieser Strategie sind die Preisführer-, die Preisfolger- und die Preiskämpferstrategie. Allgemein setzt der Preisführer den höchsten Preis und hat auch den höchsten Marktanteil. Die Preisfolger orientieren sich an diesem Preis und sind aber meistens etwas günstiger. Dadurch wollen sie auch ein Stück vom Kuchen abbekommen. Die Preiskämpfer sind richtig krass drauf. Sie setzen sogenannte Kampfpreise, die niedriger sind als alle anderen auf dem Markt. Dadurch wollen sie die etablierten Unternehmen in ihrer Position angreifen und sich selbst Marktanteile sichern. Solche Kampfpreise können auch in einen Preiskampf münden, bei denen dann einzelne Unternehmen komplett aus dem Markt gedrängt werden. Wenn Unternehmen nämlich unterhalb ihrer Stückkosten verkaufen, machen sie ja Verluste. Und am Ende gewinnt das Unternehmen mit den größten Geldreserven, das sich die Verluste länger leisten kann. Neben diesen drei großen Strategieformen gibt es noch die sogenannte Preisdifferenzierung. Grob gesagt werden da einfach unterschiedliche Preise für unterschiedliche Kunden festgelegt. Zu diesem Thema haben wir aber auch nochmal ein eigenes Video gemacht. Jetzt wird aber erstmal knackig zusammengefasst. Preisstrategien werden festgelegt, um für das Unternehmen den maximalen Gewinn rauszuschlagen. Sind die Preise nämlich dauerhaft zu hoch oder zu niedrig, ist das in beiden Fällen schlecht für das Unternehmen. Bei den Strategien unterscheidet man die Festpreis-, die Preisabfolge- und die Preiswettbewerbsstrategien. Außerdem gibt es noch die sogenannte Preisdifferenzierung. Hi, hier ist Nico von Simple Club. Du schreibst bald eine Klausur? Mit der Simple Club App bereiten wir dich perfekt auf alle Klausuren vor. Du sagst uns einfach nur Datum und Thema und wir erstellen dir den perfekten Lernplan. Mit allen Videos, allen Übungsaufgaben und allen Zusammenfassungen, die du brauchst. Klick jetzt hier und hol dir die App.